Die Busreise geht in die Hauptstadt der Slowakei, nach Bratislava. Wie zu lesen, ist 3.30 Uhr Abfahrt gewesen. Vorbei am Frankfurter Flughafen. Die Entfernung etwa 1000 Kilometer. Die Akalai haben eine schöne Farbe. Es geht dann vorbei an Linz und später in Richtung Wien. Untergebracht sind wir in einem Hotel in Raqqa, das ist etwa 10 Kilometer vom Stadtkern entfernt. Noch ein bisschen die Umgebung erkunden vom Abendessen. Auf Deutsch hieß der Ort mal Ratzadorf. Das ist auch nicht mehr der neueste Straßenbahntyp. Ist an und für sich ein sehr ruhiger Vorort. Das ist ein Weindepot. Jetzt erstmal zum Abendessen und dann tue ich mir noch ein bisschen die Beine vertreten. Das Schienenbett könnte eine Reparatur vertragen. Der Fahrpreis war sehr interessant, 90 Cent die Fahrt. Nach dem Frühstück hat man noch ein bisschen Zeit. Eine evangelische Kirche, innen sehr schlicht. Aber die hatten eine sehr schöne Markthalle. Die Fahrradwege waren gut ausgebaut. Unser Bus fährt erst was später, dann fahre ich doch mal mit der Straßenbahn. Viel verdienen können die ja hier nicht. Es rattert, knirscht und pfeift. Bus ist da, dann machen wir jetzt erstmal eine Stadtrundfahrt. Die Stadt hat etwa 500.000 Einwohner. Dieses auf dem Kopf gestellte Pyramidenhaus ist der Rundfunk.
Die ganze Slowakei hat nur 5,5 Millionen Einwohner. Rechts das Präsidentenpalais. Die Schnellstraße hier ist erst in den 70er Jahren fertig geworden. Das war früher hier alles Altstadt. Am Martinsdom vorbei geht es jetzt auf die neue Brücke. Es ist eine Schrägseilbrücke. Und auf dem Brückenpfeiler ist was ganz Besonderes. Dazu später mehr. Die Länge der Brücke 430 Meter. Man hat uns die Neubaugebiete gezeigt und dann ging es wieder zurück über die Brücke in die Stadt. Auf dem Pfeiler wurde in 80 Meter Höhe ein Restaurant gebaut. Entweder mit dem Aufzug zu erreichen oder 430 Treppenstufen. Ich glaube, das will ich mir nachher zu Fuß mal angucken. Das ist zwar die älteste Brücke von Bratislava, aber man nennt sie die neue Brücke. Die Donau hat hier eine Breite von 200 bis 300 Meter. Wir haben damals ohne Rücksicht auf Verluste einen Teil der Altstadt weggemacht. Hier war früher das jüdische Viertel. Hier sind wir schon mal vorbeigekommen, der Präsidentenpalast. Ist die Rundfahrt zu Ende, und zwar in der Nähe von der Burg. Da können wir zu Fuß weiter. Ach ja, hier geht noch zum Diplomatenviertel an der amerikanischen Botschaft vorbei. Dann gehen wir wieder zurück zur Burg.
Leute, die hier wohnen, haben schon mehr als das Durchschnittseinkommen von etwa 880 Euro. War hier nicht vor kurzem noch das G7-Treffen? Die Burg Bratislava, auch Pressburger Burg genannt. Die Burg liegt etwa 85 Meter überhalb der Stadt. Sie stammt im Kern aus dem 9. Jahrhundert. Ursprünglich war die Burg die Residenz der ungarischen Könige. Heute ist ein Teil der Burg das Historische Museum. Museumsbesuch fällt aus, da ist die Zeit zu knapp. Das wird eine Tiefgarage. Probleme gibt es nur mit dem Denkmalschutz. Im Hintergrund müssten die kleinen Karpaten sein. Da wollte uns der Bus abholen, aber ich glaube, ich fahre mit der Straßenbahn zurück. So ging es auch. Einige wollten das Stück runter nicht laufen, da fahren wir jetzt dahin. Zu Fuß von oben runter 10 Minuten, mit dem Bus eine halbe Stunde. An dieser schönen Barockkirche jetzt zu Fuß weiter. Lohnt sich mal reinzugehen.
Geweiht wurde die Kirche 1724. Leicht zu sehen das Michaela-Tor. Das einzige gebliebene Tor der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Die erste Erwähnung war schon 1411. Es gab an dem Tor sehr mal eine Zugbrücke. Sie wurde gebaut im Stil der deutschen Renaissance. Was sehr schön in der Altstadt war, hier war überall Musik. Toll finde ich das, durch die Gassen zu gehen. Alles noch gut erhalten. Das Palais der ungarisch-königlichen Kammer. Wenn ich richtig behalten habe, 1528 gebaut. Das alte Rathaus. Das ist das älteste auf Stein erbaute Haus der Stadt. Steht der Maximilianbrunnen. Kann ich leider nicht zeigen. An mehreren Stellen der Stadt waren
Klaviere aufgestellt. Da konnte also jeder, wenn er wollte und konnte, dran spielen. Und gerade hier im Innenhof vom Rathaus war die Akustik sehr toll. Und die meisten, die konnten auch spielen. In dem Gebäudekomplex befindet sich heute ein Museum. Dann seht euch noch den zweiten an.